Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte heute in meinem Video euch zeigen, wie ich einen Bär häkle. Und zwar, ich nehme dafür wieder einmal Himalaya Dolphin Baby Wolle. So wie ich schon gezeigt habe, die gibt es bei Amazon oder bei eBay. Die Nadelstärke Nummer 5. Diese Bär verbraucht zwei Knäule, wenn ihr ihn zwei verschiedenen Farben macht. So wie das ihr sehen könnt, ich habe schon mal einen Arm und ein Bein vorgehäkelt und sowas machen wir jetzt nochmal. Und der Bär wird Gelenke haben im Kopf, in Beine und in Armen. Das könnt ihr jetzt sehen, wie die eingearbeitet sind. Die sehen dann so aus. Es gibt kleine Größe, das ist 2 cm und das ist Größe, ich glaube 3,5 cm. Das nehme ich für den Kopf, damit der Kopf stabiler ist und das kommt für die Beine und die Arme. Da gibt es auch solche Sicherheitsscheiben, damit man das alles befestigen kann. Und dann ist das richtig schön, dass man die Arme und die Beine und sogar den Kopf bewegen kann. Für diesen Bein habe ich solche Sachen angefertigt. Das ist Fémur. Daraus kann man solche Pfötchen machen. Und die hier, wenn das Spielzeug als Deko wird, ne? Es gibt ja Kinder, die mögen ganz gerne einfach so ein Spielzeug bei sich im Zimmer haben, der sitzt und nicht für ganz kleine Kinder geeignet ist, weil sonst kann man das abreißen. Das sind solche Pfötchen, die sehen so aus. Die habe ich aus der Fémur angefertigt. Die kann man so draufkleben mit Heißklebepistole. Das und das. Und dann sieht es nachher, wenn er sitzt, weil die Beine bewegen sich, dann sieht das richtig schön aus. Das ist in hellrosa jetzt momentan. So. Die Augen, wir sind noch nie so weit, aber ich möchte ganz gerne eine braune Nase haben, damit es zu braun passt. Die Augen habe ich mir vorgenommen, diese Farbe auch so in goldbraun oder eventuell vielleicht in diese. Ich habe solche Augenlider aus Russland bestellt oder genau gesagt, die wurden mir hierher gebracht. Und dann habe ich auch solche Augen aus Russland und die kann man da reinsetzen, dann sieht das so aus. Und die kann man auch verschieden befestigen, ne? Mit Sicherheitsscheiben. Die kann man auch so da gerade hin reinsetzen oder so an die Seite. Dann hat er so ein trauriges Blick und dann kann man auch in dieses Teil da rein. Da kann man auch die Wimpern ankleben, wie jeder das mag. So, ich bin am Überlegen. Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, ich nehme doch diese Variation. Gefällt mir richtig gut. So, bevor ich anfange zu häkeln, ich möchte ganz gerne euch sagen, dass ich komme aus Kasachstan. Ich bin nicht perfekt in Deutsch und die Leute, die mich nicht so gut verstehen, die brauchen nicht unbedingt nach meinem Video häkeln, weil einen Kommentar habe ich da schon gelesen und es tut mir leid, dass ihr mich nicht so gut verstehen könnt. Es gibt verschiedene andere Videos, wie ihr angucken könnt. Und was ich noch sagen wollte, ich mache hier keine Kurse, wie man einen Amigurumi-Ring häkelt oder wie man eine Festmasche häkelt, sondern ich nehme einfach ein Faden, eine Nadel und ich häkle los. Ich erzähle einfach, wie ich das mache. Ich mache das nicht, um Werbegeld zu verdienen, sondern ich habe meinem Facebook-Freund das versprochen zu machen und das würde ich gerne auch zeigen. Ne? Es kann sein, dass es auch vielleicht die letzte Anleitung ist, weil ja, so ist das. Und wir fangen jetzt mit dem Arm an. Ich mache einen Amigurumi-Ring. Sechs Maschen häkle ich daraus. So, ich mache mir ein bisschen mehr, weil es ist nervt, ständig immer wieder daran zu ziehen. So, und zwar 6 Festmaschen. 2, 3, 4, 5, 6. Ziehe ich das fest. Und mache ich einmal die Runde verdoppeln.
So, wir verdoppeln alle 6 Maschen. Machen wir noch eine Reihe mit Verdoppelung, das heißt eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine fest, einmal verdoppeln. Am Ende sollte dann 18 Maschen sein. So, und jetzt würde ich ganz gerne hier einmal diesen Faden rausziehen oder ihr setzt einen Marker. Dann wisst ihr ganz genau, dass hier der Anfang ist. Und wir häkeln einfach 2 Runden hoch, ohne Abnahme oder Zunahme. Einfach 2 Runden nach oben. So, dann haben wir 2 Runden gehäkelt, ohne gar nichts. Einfach nur so 18 Festmaschen und jetzt machen wir Abnahmen 6 Mal. Das heißt, einmal abnehmen, zweimal abnehmen, 3, 4, 5, 6 und 6 Festmaschen bis Ende der Reihe. Zwei, vier, fünf, sechs. So, das ist dieses Teil, was wir jetzt gehäkelt haben. Ne? Jetzt müssen wir einmal den Faden wechseln. Diese 6. Festmasche, ich würde sie dann zusammen mit den Faden wechseln, häkeln. Und zwar, ich nehme sie raus. Dann nehme ich diesen Faden. Häkel sie da raus. Das muss man abreißen. Und dann diese 2 kurzen lege ich auf die Arbeit. Festziehen. Ne? Und einfach 10 Reihen nach oben häkeln. So, 4 Festmaschen habe ich und dann kann man das einfach innen drin verstecken. So, ich guck mal, wie viele Festmaschen haben wir jetzt. Noch die Reihe zu Ende. So, wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Festmaschen. Und wie schon gesagt, wir häkeln einfach 10 Reihen nach oben. Ich habe das so gezählt. 2, 4, 6, 8, 10. Und hier kommt dann Abnahme. Und dann zeige ich euch, wie man das da reinsetzt. So, ich zeige noch eine Reihe. Ich mache diesen Bär zum ersten Mal in diese Kombination von Farben. Vielleicht ist es nicht realistisch, aber je bunter das ist, Hauptsache, dass die Farben zusammenpassen, je lustiger sieht das aus, je mehr mögen das Kinder. Und ich finde die Farben total knallig und schön. Ich habe sonst immer die Pfoten weiß gehäkelt, im Braun nicht, aber ich mache das jetzt erstmal im Braun. Na, und jetzt häkeln wir alles nach oben. So, jetzt habe ich einmal die 10 Reihen nach oben gehäkelt. Ich habe schön mit Watte gefüllt. Sehr wichtig, wenn Sie diesen Pfoten mit Watte füllen, der wird gerade, wenn ihr das nicht in die richtige Form macht, immer so drücken, dass er dann auch den, so diesen Armform hat. Und zwar, jetzt kann man das sehen.
So sieht das aus. So ist das richtig, ne? So ist das richtig. Und zwar, ich habe jetzt hier einmal in die 9. Reihe reingesetzt, ne? Diese Sicherheitsscheibe, die wird im Bauch sein. Das heißt, dieser Arm wird dann so aussehen. Ich mag es nicht so gern so, sondern ich mag so beim Bären so ein bisschen so. Und dann muss man das auch ganz genau auf den Arm, anderen Arm setzen, dass es dann asymmetrisch alles ist, ne? Das heißt, ich habe das in die 9. Reihe gesetzt. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Und dann muss man das so schön sehen, dass es gerade ist. Genau, das muss hier rein. Ich häkle noch diese Runde bis zum Schluss. Sag mal so. Und dann kommt hier. So. Dann kommt hier rein diese Scheibe. Die kann man auch so eingeben bei Amazon Gelenkscheiben. Dann kommt diese raus. Ich finde die richtig schön. So. Und jetzt machen wir diese Runde noch bis dahin zu Ende. So, noch ein bisschen vielleicht füllen. Ich habe hier noch nicht so doll, dass es nicht so richtig doll absteht, aber ein bisschen kann man noch die Warte rein tun. Und dann hier einfach nur Abnahmen. Einfach nur alle Maschen zusammenhäkeln. Das heißt, ich habe das angefangen nach einer Reihe, wo ich die Scheibe gesetzt habe, dann habe ich die nächste Reihe sozusagen angefangen abzunehmen. So, ich lasse dann den Faden ein bisschen länger rausziehen. Nehme ich diese Nadel. Und ziehe das einfach zusammen. Mache einen Knoten und sehr wichtig, nicht hier sofort abschneiden, sondern wo fällt diese Nadel hin? Die geht nicht nach da, sondern die geht nach da. Dann einfach hier rein, bisschen ziehen, dann hat man so einen ordentlichen Abschluss. Dann nach da nochmal, das sieht man gar nicht, ne? Und dann jetzt hier abschneiden. Den habe ich noch nicht gemacht, aber dann sieht das so aus. Ne? Das ist ein Arm, was wir gemacht haben. So, jetzt wollen wir einmal ein Bein häkeln. Den. Wir nehmen 6 Luftmaschen auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, in die 2. Masche 3 Festmaschen, 3 Festmaschen einfach und in die letzte wieder kommen 3 raus.
So, dann drehen wir die Arbeit. Jetzt machen wir 3 Maschen. Und 3 Zunahmen. Eins, zwei, eins, zwei und dann nochmal. Achso, ja, für den, die unbedingt die Seiten markieren müssen, hier ist der Anfang, ne? Da könnt ihr Marker setzen. Ich mache das ein bisschen später, immer Marker setzen. So, dann kommen 3 Festmaschen. Und 3 Zunahmen. Und verdoppeln wir 3 Maschen, ne? So wie auf der anderen Seite. Dann kommen wieder 3 Maschen. Und dann wird hier eine Festmasche gehäkelt und einmal verdoppeln. Eine fest, einmal verdoppeln und nochmal so. Fest und verdoppeln. Hier muss jemand sitzen und mir den Faden rausziehen. So. Jetzt machen wir nochmal 3 Festmaschen und dann die letzte Verdoppelung, eine fest, einmal verdoppeln, einmal fest, einmal verdoppeln, einmal fest, einmal verdoppeln und jetzt häkeln wir nur 2 Maschen und hier stelle ich immer Marker. Ich ziehe diesen Faden raus, dann weiß ich, dass hier Anfang ist. Und jetzt machen wir einfach 2 Reihen nach oben. So. Wir sind jetzt hier, einfach nur, hier sind wir, einfach 1, 2 diese Reihe nach oben häkeln. So, ich habe das jetzt gemacht und jetzt setzen wir den Marker wieder hier nach oben, dass einfach nur man überblickt hat. Und werden wir jetzt die Form von dem Fuß fertig machen. Das heißt, wir häkeln erstmal 11 Festmaschen. Vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10, 11 und machen jetzt 6 Abmaschen. Abnahmen, ne? Abmaschen, das heißt auch so. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann haben wir noch eine letzte Festmasche. Jetzt häkeln wir die nächste Reihe 10 Festmaschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und machen wir 4 Abnahmen. 1, 2, immer ein bisschen fester hier ziehen, damit hier Löcher nicht entstehen. 3, 4 und bleibt noch eine. Hier in diesem Moment machen wir dann Farbwechsel. Ich würde noch nicht fühlen.
So, wir machen dann Farbwechsel und häkeln einfach 12 Reihen nach oben. So. So wie ich schon letztes Mal gemacht habe, ich mache es so, dass ich diese letzte Masche, die ich im Häkeln ein bisschen so auseinandernehme. Und in diese letzte muss ich unbedingt diese Türkis rausziehen. Ziehen, festziehen, auf die Arbeit legen. Ja, das nicht vergessen abzureißen. Das brauchen wir nicht mehr. Ich häkle immer 4 Festmaschen mit, ne? Ich meine diese Faden, damit sie nicht auseinander gehen. Dann reicht das auch. So, mein Sohn ist gekommen, der geht gleich hier rein. Das ist sein Zimmer. Und so häkeln wir weiter nach oben 12 Reihen. Ne? So 12 Reihen nach oben. Von der Schule kommen jetzt alle Kinder nach Hause. So. Natürlich jetzt kann man das füllen. Füllen mit Watte. Ich habe hier noch ein Stückchen, der abgerissen ist, fülle ich auch da rein. Nichts wegschmeißen hier. Sind gleichmäßig. Na, und jetzt mit dieser Reihe 12 nach oben. Ne? Das heißt noch 11 Reihen nach oben. So, jetzt habe ich diese Reihe nach oben gehäkelt und jetzt muss man gucken, in welcher Reihe habe ich diesen Gelenk drin. 2, 4, 6, 8, 10. In die 10. zwischen 10. und 11. Reihe. Das muss so sein. Das sieht man auch schon, dass er ein bisschen so steht. Dann hier. 2, 4, 6, 8, 10. Hier muss er rein. So, noch ein bisschen füllen. Und jetzt machen wir, das ist ja dann sofort ab hier Abnahme. Das ist genauso wie bei den Armen. Einfach nur alle Maschen ab zusammenhäkeln, Tab nehmen. Dann den Faden abreißen, rausziehen, nochmal gucken, ist alles gerade. Ich mag es gerne, wenn die ein bisschen so stehen, muss man so sehen, dass sie so am Körper befestigt werden. Dann genauso wie da. Alles festziehen. Ich hoffe, ihr könnt das alles ganz gut sehen. Zack.
So. Und dann abschneiden. So, und dann haben wir zwei Beine, zwei Arme. Ich zeige jetzt noch, wie das Ohr gehäkelt wird. Wir machen zwei Luftmaschen. Eins, zwei, nein, eins, zwei, da. In die erste sechs Maschen raus. Zwei, drei, vier, fünf. Dann die sechste nicht zu Ende häkeln, sondern Faden abreißen. Dann diesen Faden nehmen, rausziehen, diesen braunen ein bisschen fester binden, eine Luftmasche, Arbeit drehen, nicht vergessen, diese zwei abgerissenen Faden mitzunehmen, ne? Das heißt, wir machen jetzt in jede Masche Zunahmen. Das hier auflegen und jetzt Zunahme machen. Eins. Zwei. Es geht hier nicht so ganz einfach. Drei. Sehen Sie, wir häkeln in mit diesem Faden, damit es nicht auseinander geht. Dann kann man das jetzt lassen. Eins, zwei, drei und weiter zunehmen. So eine Fummelarbeit hier. Vier. Fünf. Und hier die letzte sechs. So, wir haben jetzt sechs Zunahmen gemacht, ne? Dann sieht das so aus. Da würde ich aber noch eine Reihe machen, das heißt Luftmasche drehen und jetzt einfach in jede Masche Festmasche häkeln. So, das wird abgeschnitten, richtig so ziehen oder abschneiden. Und dann haben wir so ein Ohr. Das sieht voll hübsch aus, finde ich. Ich mag lieber solche Ohren statt, die so doppelt gehäkelt werden und dann zusammengelegt. Die sind mir zu dick. Und das hier kombiniert auch mit den Pfoten und nachher noch mit der Nase und so. Ist richtig hübsch. So, das ist mein erstes Teil. Ich hoffe, ihr seid alle klar damit gekommen und alle haben mich verstanden. Ich danke fürs Zuschauen und zweites Teil kommt bald. Dankeschön, tschüss.